Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Daniela und ich, wir sind heute im Musikschulhaus und bringen die Musik zu dir nach Hause. Wir laden dich ein, heute mitzumusizieren und mitzumachen. Du brauchst 4 Sachen. Einen Stift, ein Blatt Papier, eine Küchenreibe. Guck doch mal bei Mama in der Schublade, was du da finden kannst. Das darf auch ein bisschen größer sein, ein bisschen kleiner. Irgendwas, was richtig schön scheppert und krächzen kann. Und einen Löffel. So, und jetzt drück ganz schnell auf die Stopptaste. Hol dir deine 4 Gegenstände und dann geht's los. Daniela und ich, wir warten auf dich. Da bist du ja wieder. Claudia und ich, wir wollen dir erzählen, was bei Fähnchen im Musikgarten wieder los ist. Komm mal mit. Habt ihr das auch gehört? Kri, kri, kra. Kri, kri, kra. Was ist denn da los? Ach, Fähnchen, ich bin so traurig. Aber warum denn? Ach, Mensch, alle meine Freunde sind weggeflogen. Und wohin? Nach Afrika, ganz weit weg. So, jetzt geht's los. Hast du deine Küchenreibe? Noch einmal. Okay, Kinder, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der ganze Refrain. Erzählen wir euch die ganze Geschichte von Max. Und beim Refrain kannst du immer mitmachen. Bevor Max in den Süden fliegen kann, muss er sich erstmal ein bisschen stärken und ganz viele Körner picken. Wir in der Musikschule haben natürlich ganz tolle Instrumente, wo wir gut Körner picken können. Aber zu Hause finden sich auch viele Dinge, die ihr ausprobieren könnt.
Zum Beispiel die Wand. Oder? Oh, Kinder, wie klingt denn die Heizung? Oder der Boden. Wir hören gleich eine Musik. Da könnt ihr hören, wie der Rabe fliegt und wie der Rabe Körner pickt. Los geht's. Mach doch mit. Wollen wir jetzt auf Papier malen. Ihr könnt den Raben zur Legato-Musik fliegen lassen und bei der Staccato-Musik Körner picken. Los geht's! Zu seinen Freunden. Das seht ihr beim nächsten Mal. Tschüss!